Liebe Gäste, ich könnte mich oft so aufregen, wenn ich die Heutzutage die jungen Burschen anschaue. Ein großes Auto von, immer das neueste Handy und mit 29 Jahren noch im Hotel Mama wohnen. Mit dem Handy in der Hand dreht jeder umeinander. Beim an der Ampel stehen wird das Grün nimmer gesehen. Es wird auch weitergequatscht, wenn man in Hunsdreck tatscht. Wenn's nicht wo eine haut, wird weiter geschaut. Einer liegt im Straßengrumm, haben's ein Apple zusammengefahren. Der Notarzt kommt daher und sagt, mein lieber Herr, ist dieser Unfall gewesen? Hat dieser Apple gesehen? Er schaut ganz irritiert und er sinniert. Ich hab ins Handy geschaut, ich hab ins Handy geschaut, ich hab grad gewischt so, dann hat's einen Wischer da. Ich hab ins Handy geschaut, dann hat's mir eine gehaut, ich hab ins Handy geschaut, es war so. Der Seppel ist nicht gescheit, mit der Schul nie erfreut, eigentlich is er blöd und trotzdem lernt er nicht. Doch bei der Englisch-Ex, der Lehrer ganz perplex, du hast einen Einser geschrieben, wie hast du es drin? Ich hab ins Handy geschaut, ich hab ins Handy geschaut, ich hab grad gewischt so, dass ich das wissen kann. Ich hab ins Handy geschaut, nur so hat es sich gehaut, ich hab ins Handy geschaut, es war so. Das Mädel ist schwanger worden, der Vater voller Zorn. Wie kannst denn sowas geben? Mädel, wer ist das gewesen? Antwort, wenn ich dich frag. Dirndl, du wusst das doch, die Augen werden riesengroß. Und sie sagt bloß, ich hab ins Handy geschaut, ich hab ins Handy geschaut. Ich hab grad gewischt so, dann hat's ein Zischer da. Ich hab ins Handy geschaut, nur so hat das mich gehaut. Das eine weiß ich noch, es war ein Mo. Wenn's dir von der Bierbein kaut, hast lang ins Handy geschaut. Wer in der Drehglocke steht, der spannt es meistens nicht. Doch eins weiß ich genau, egal ob Mann, ob Frau, hängst du nur an der App, dann wirst der Depp.